Herzlich willkommen bei Tarotzeit. Mein Name ist Heidi. Ich finde es ganz schön, dass du hier bist für die Botschaften für dieses Wochenende. Weil wir haben ja hier The First Quadrumoon in Taurus am Samstag. Und diese First Quadrumoon hat ja schon in der Wochenlegung gesagt im Intro. Die sind ja herausfordernd. Könnte eine Challenge sein, vor allem weil der Impuls für Quadrumoon in Taurus hier sagt, release control, also lass die Kontrolle los. Und ja, ist ja oft ein Angstthema, ne? Wenn wir in der Kontrolle sind. Also hier kommt dann das Tarot-Deck, The Margaret Peterson Tarot, und das ist wirklich so ein, ja, schon ein echt spacey Tarot, ne? Dachte, ja, das ist vielleicht jetzt mal ein ganz guter Impuls für uns, zu schauen, was wir jetzt noch an diesem Wochenende hier ja, verändern dürfen oder erkennen dürfen. Ja, ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude beim Anschauen. Genieß es, hab eine wirklich wunderbare Zeit und ich sag auf ins Wochenende. Ja, herzlich willkommen zu den Botschaften für das kommende Wochenende hier mit dem zunehmenden Halbmond im Taurus, im Stier, Release Control, Kontrolle loslassen. Vielleicht lässt du Kontrolle los oder auch vielleicht jemand aus deinem Feld. Deshalb fragen wir jetzt auch die Tarotkarten. Ja, womit hast du jetzt hier zu rechnen an dem Wochenende? Was kommt denn jetzt an diesem Wochenende? Zeigt sich hier. Lass uns mal hier reinschauen. In die Karten. 10 der Flammen. Oh, die 10 Stäbe. Ja. Es ist die Karte der Überforderung, der Bürde. Es könnte sein, dass da jetzt dieser Moment, dieses Momentum kommt, dass du jetzt völlig erschöpft bist und dich vielleicht nochmal weiterschleppst mit irgendeiner Belastung, mit einer riesen Sack auf deinen Schultern und erkennst, ich hoffe, erkennst, was du da machst. Wahrscheinlich sind all diese Dinge gar nicht deine, also so, dass das nicht wirklich alles deins ist, was du da zu tragen hast. Das heißt, du übernimmst Verantwortung für etwas oder jemanden, das nicht richtig ist. Könnte auch sein, dass vielleicht alles zu dir gehört, aber nicht alles gleichzeitig abgelegt werden muss. Ja, dass man sagt, also Stück für Stück, ja. Also so festgezurrt bist, das könnte auch hier dieses Gefühl mit dieser Kontrolle hier reinspielen. Oder das ist schon, du bist schon dabei und erkennst, wo du bist, hat praktisch ja schon den innegehalten. Also, dass das quasi schon wieder am, dass du da schon am Verändern bist. Zumindest am Erkennen, dass du da Dinge auf deine Schultern geladen hast, die weder dir noch dem anderen, noch vielleicht eurer Beziehung oder auch der, ja, dem Projekt oder der Arbeit wirklich gut tun. Innerlich, wenn da jetzt niemand ist im Außen, für den du Verantwortung nimmst, kommt immer wieder das Gefühl, du bist nicht gut genug. Da, das zeigt sich, ne? Dass du mit dir konfrontiert bist, deine innere Haltung, alte Geschichten, alte Glaubenssätze, alte, also Gefühle, die, sagen wir mal, nicht ganz, keine neue Erfahrung sind. Das kommt immer wieder, vielleicht nicht bewusst, dass du vielleicht eine Aufgabe übernommen hast oder etwas angehst oder auch eine, vielleicht bist du auch, sagen wir mal, ist egal, ob du jetzt in einer Beziehung bist oder im neuen Datingprozess oder auch in beruflichem Kontext, dass du das Gefühl hast, okay, vielleicht bin ich doch nicht gut genug, vielleicht bin ich der Aufgabe nicht gewachsen. Wie gesagt, sei das in der Beziehung oder eben in deinem Tun, in deinem Handeln. Schau hin, ne? Ist das wirklich wahr? Bist du wirklich nicht gut genug? Wie denkst du darüber? Was ist dir daran schon bewusst? Was kannst du schon erkennen und sehen? Das wäre auch nochmal spannend, jetzt das mal zu
erobern. Hier ist die Karte. Was daran ist dir denn schon klar und bewusst? Ass der Kelche. Oh mein Gott. Das ist berührend. Ja, dir ist also klar, dass es darum geht. Ich beziehe es jetzt mal wirklich so, wie ich es spüre, dich ganz voll und ganz zu lieben. Und zwar ganz neu und ganz anders, als du es jemals vielleicht davor getan hast. Ohne diese Bedingung, diese Einschränkung. Vielleicht ist dir auch klar, dass du in einer Beziehung bist, wo es darum geht, dich selbst zu lieben. Dass du das neu starten kannst. Dieser Umgang mit dir, dieser Blick auf dich. Dir ist vielleicht klar, dass das genau dein inneres Thema ist, worum es geht. Dass du dich nährst aus deiner eigenen Quelle. Das ist dir bewusst. Vielleicht noch nicht ganz umfänglich willst du es wahrhaben. Vielleicht gerade wenn du wenn du im Beruf bist oder in einer Partnerschaft, wie oft versuchen wir so viel reinzugeben, damit wir was bekommen. Ja, in der Arbeit wollen wir vielleicht eine Liebe auf eine andere Art bekommen. Also auch Geld ist eine Form von Energie, von Anerkennung, die zurückkommt. Ja, ein besseres Gehalt oder eine bessere Position oder Lob, sowas. Ja, das vielleicht bist du da noch so verstrickt. Oder auch in der Partnerschaft, dass du einfach so viel da reingibst und so viel tust für den anderen, um geliebt zu werden. Also ich habe das Gefühl, da liegt noch so wie so ein Layers, wie so eine Schicht obendrauf. Aber du bist im Prozess oder auch schon am Erkennen, oder es kamen solche Blitze rein, dass du eigentlich dir selber nur das geben kannst, was du im Außen suchst. Was sehr hilfreich ist, um diese Last loszuwerden und dieses Muster zu durchbrechen, um diese Bürde abzugeben und auch den Menschen oder ja, die Verantwortung zurückzugeben, die sie auch für ihren Anteil am Leben oder in der Beziehung oder auch in der im Arbeitsfeld übernehmen müssen. Gut, was ist dein Gefühl hier an diesem Wochenende? Was fühlst du oder was ist vielleicht auch ein bisschen nicht ganz klar? Wir schauen, ne? Manchmal sind Gefühle, zwar spüren wir die deutlich, aber wir denken nicht so darüber nach. Dann nehmen sie nicht so ernst sozusagen, je nachdem, wie intensiv deine Gefühle sind. Die Hohepriesterin, die große Arkana, die Hohepriesterin. Deine weise innere Stimme spricht zu dir. Ja. Soll ich dazu noch sagen? Es passt perfekt. Ja. Ich glaube, du bist wirklich an diesem Wochenende an so einem Ort angekommen, wo du Dinge erkennst. Was du dir jetzt zumutest, wo du stehst, was du dir zugemutet hast. Vielleicht hast du auch gerade Veränderungen vorgenommen oder Entscheidungen getroffen. Und du, ja, die innere Stimme spricht zu dir, kann auch in Träumen sein. Dass so Erkenntnisblitze reinschieben und du dir darüber mehr und mehr ins Bewusstsein nach oben schiebt, eben durch dieses, was sich zeigt im Außen in der physischen Welt, dass dir das mehr und mehr bewusst wird. Dein Instinkt hat dich vielleicht schon immer, deine innere Stimme, deine Weisheit, deine innere Weisheit hat dich vielleicht schon immer vielleicht vor dieser Partnerschaft bewahrt oder vor diesem zu viel in dieser Arbeit. Da gab es schon immer einen Anteil in dir, der mit dir gesprochen hat, dein Bauchgefühl, das gesagt hat, das ist nicht richtig, das ist nicht im Gleichgewicht. Also, das zeigt sich jetzt an diesem Wochenende. Deine innere Stimme, vielleicht kannst du da noch mehr Aufmerksamkeit hinlegen, vielleicht in Kontakt treten, in die Natur gehen, in die Stille finden, ausruhen, allein sein, meditieren, Entspannungsübungen, ja, oder manche sind auch sehr kreativ, im kreativen Prozess spielt da keine Rolle, ob du jetzt kochst oder malst, da mit der inneren Stimme in Kontakt zu treten, weil die wird dich genau durch diesen
ja, diese offensichtliche Situation, dass du da vielleicht konfrontiert bist oder warst, zu deiner inneren Quelle der Liebe zu dir führen. Selbst wenn das gerade passiert ist, ist es wichtig, auch da Raum zu geben, das anzuerkennen, zu verstehen und sacken zu lassen. Das kam jetzt noch mal rein als Impuls. Ja, was führt dich durch dieses Wochenende? Welche Unterstützung, welchen Impuls, welche Führung darf ich dir da noch mal mitgeben als Guidance-Karte? Ja, was darf dich da begleiten? Na? Da ist sie. Die Kuh. Wundern sind keine Grenzen gesetzt. Ja, wie schön, wie auch immer das Wunder aussehen mag. Vielleicht wunderst du dich auch über dich und deine Stärke, die du entwickelst, deine Klarheit oder auch plötzlich, wie du Entscheidungen triffst, die hättest du vielleicht nie vorher getroffen. Vielleicht hast du den anderen oder die Arbeit oder die Aufgabe immer vor deine Bedürfnisse gestellt und du bist überrascht, wunderst dich, wie sich das jetzt verändert, wie durch dieses Bewusstwerden hier du dich an erste Stelle setzt und für dich sorgst, für deine Wohlergehen, im ganz reinen Sinne gemeint. Kann natürlich auch sein, dass dadurch, dass dir bestimmte Dinge bewusst werden und du dich dir zuwendest und gut für dich sorgst und auf deinen wirklich, dass die große Arkane, der Meilenstein auf dem Seelenweg, diese innere Stimme mehr und mehr in unser Leben zu lassen und mehr diesen wirklich tiefen und weisen inneren Worten zu lauschen und sich davon führen zu lassen. Ja, vielleicht geschehen dann Wunder im Außen. Ja, guck mal, was da alles möglich ist. Wir nehmen natürlich noch eine weitere Guidance-Karte, einen Impuls. Vielleicht nochmal der hier für dich, da ist das schon mal, für dich vielleicht hilfreich oder inspirierend sein darf. Oh, surrender. I surrender to the flow of the universe. Ja, dieses Loslassen, das sich hingeben und dem Vertrauen. Also wenn du da bist, ja, dann ja, folge dem inneren Impuls, der inneren Stimme. Es löst sich dann auch die Angst hier, wo Kontrolle war. Dem, was auch damit, ne? Ist beides so ein bisschen magisch, was da reinkommt. Vielleicht bist du am Wochenende erst noch hier damit beschäftigt und das Wunder oder die Magie oder der Fluss des Lebens kommt später. The Reward sozusagen, die Belohnung, die kommt danach. Also mach es nicht alles nur auf dieses Wochenende fest, aber öffne dich dafür. Das heißt, wenn wir bildlich gesprochen spazieren gehen und wir nehmen diese Schönheit der Natur wahr, vielleicht läufst du jetzt durch den Schnee und du atmest die Luft und du nimmst dieses Glitzern wahr, dieses Wunder der Natur und du gibst dich dem so hin, ne? Dass so viel möglich sein kann, was du jetzt vielleicht noch gar nicht, womit du jetzt vielleicht noch gar nicht gerechnet hast. Ja, ich wünsche dir alles Liebe und Gute für dieses Wochenende. Danke für dein Zuschauen. Bis ganz bald. Namaste.